Ich habe kein Mitleid mit mega Reichen. So, jetzt ist es draussen. Ja, ich weiss, es klingt ein bisschen krass. Aber das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Beziehungsweise sagen müssen, habe ich das Gefühl. Weil jedes Mal, wenn es in der Schweiz darum geht, dass die Leute, die mega viel Geld haben, sollen ein bisschen mehr Geld zahlen, sagen die Leute, die viel weniger Geld haben, du nein, merci. Ist gerade gut. Einfach so. Wie aus der Pistole geschossen. Und ich verstehe es einfach nicht ganz. Woher kommt die Selbstlosigkeit? Wieso ist es uns so wichtig, dass die Reichen noch reicher werden? Also, gell, ich sage jetzt einfach mal uns, weil ich davon ausgehe, dass die meisten, die jetzt hier zuschauen, so wie ich, auch nicht Multimillionäre und Milliardärinnen sind. Oder noch nicht, gell? Viele aus dem Mittelstand haben ja lang so ein bisschen gemeint, sie werden dann irgendwann auch so reich. Was? Wie bitte? Ich werde nicht Multimillionärin. Aber ich habe doch das KV gemacht. Mittlerweile sollte es ja aber wirklich allen klar sein. Es ist so absurd. Multimilliardäre schiessen sich mit ihren persönlichen Penisraketen ins Weltall, um sich irgendwann auf dem Mars vorzupflanzen. Und wir sitzen immer noch daheim auf dem Sofa und schauen, wer wird Millionär. Wer wird Millionär? Die Antwort ist einfach. Du nicht! Weil bei der letzten Frage weisst du dann eben nicht, wie gross das Vermögen von Jeff Bezos wirklich ist und musst mit 8000 Stutz Heimpech haben. Und ja, ich weiss, in der Schweiz gibt es die Sendung «Wer wird Millionär?» schon lange nicht mehr. Und das ergibt ja auch Sinn. Weil uns in der Schweiz interessiert ja anscheinend nicht, wer Millionär wird. Uns interessiert ja offenbar mehr, wer Milliardär bleibt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil zurzeit ist es ja so, dass Kapitaleinkommen weniger hoch besteuert wird als Arbeitseinkommen. Also zum Beispiel weniger Steuern auf Dividenden als auf Lohn. Von Geld, das man direkt dafür geschafft hat, muss man mehr wieder abgeben als von Geld, das man durch Aktien überkommt. Steuertechnisch ist es also besser, Geld zu haben, als Geld zu verdienen. Oder anders gesagt, je mehr Geld hast, desto mehr Geld kommst du über, auch wenn es nicht verdient hast. Unser Steuersystem ist so ein bisschen wie eine Non-Profit-Organisation für Grossprofit. Aktien ohne Grenzen, Brot für das Geld, Spende für die Dividende. Du, da weißt wenigstens, was reinkommt, gell? Ja, richtig. Reiche in der Schweiz sind die wahrscheinlich bestgeschützte Minderheit überhaupt. Die brauchen unser Mitleid nicht. Und das ist auch nicht böse gemeint. So persönlich sind mir die doch völlig egal. Wir haben doch auch null Bezug zu denen. Niemand von uns könnte sagen, du, ich habe ja nichts gegen Reiche. Ein paar von meinen besten Freunden sind Reiche. Also zumindest ich nicht. Ich kenne mehr Reichis als Reiche. Aber gleich gibt es irgendwie recht viele Leute, die anscheinend ernsthaft so überlegen. Also gut, das eine reichste Prozent von der Schweiz. 1%, okay. Das eine Prozent besitzt 43% vom Vermögen von der ganzen Schweiz. 43% von allen ist notiert. Und die sollen jetzt mehr Steuern zahlen, okay? Aber meinst du, verträgen die das? Du nein, glaub, die putzt's. Ganz ehrlich, mir als Superreiche wäre die Diskussion hure peinlich. Wenn ich mehr Geld auf dem Konto hätte, als eine Krankenpflegerin mit 100'000 Jahren arbeiten nicht könnte verdienen, und es kommt eine auf mich zu und sagt, du, Entschuldigung, du zahlst im Fall auf deine Dividenden weniger Steuern als andere auf ihren Lohn. Dann würde ich sagen, oh nein, echt? Ui. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen, du. Denn, ja, Entschuldigung, dann machen wir das ab jetzt so, gell? Nicht für ungut. Und insgeheim würde ich denken, hui, gerade noch mal Schwein gehabt. Hat gedacht, dass die hässiger sind. Und das ist es ja genau. Wir haben keinen Hass auf mega Reiche. Ich ja auch nicht. Wenn jemand mega reich ist, dann finde ich zuerst mal, ah, ja super. Schön für den. Aber wenn ich gefragt werde, ob der vielleicht ein bisschen mehr Steuern zahlen soll, dann sage ich auch ganz neutral, ja, fix. Hey, klar. Warum nicht? Weil wirklich, warum nicht? Sollen doch andere erklären, warum schon? Zum Beispiel die Reichen selber. Ich verstehe einfach nicht, warum wir ständig die Argumentation für sie übernehmen. Ich meine, wir arbeiten für sie, das Geld arbeitet für sie und jetzt arbeiten wir hier auch noch für sie. Nein, nein, die müssen jetzt mal ein bisschen selbstständig werden. Ein bisschen arbeiten für ihr Geld. Weil schau, ich habe ja nichts gegen Reiche. Aber die ganze Arbeit müssen wir ihnen also dann gleich nicht gerade abnehmen.